Shalom, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Andacht heute in der Reihe Kirche zu Hause in dieser seltsamen, fast unwirklich erscheinenden Zeit. Liebe Zuschauer, schon seit längerer Zeit sind in unserem Land im Fernsehen Quiz-Sendungen sehr beliebt. Das geht so weit, dass sogar ein Quiz-Champion gesucht wird. Wie wär's mit einem kleinen Bibelquiz? Erste Frage: Kennen Sie den kürzesten Psalm der Bibel? Das ist Psalm 117 mit 2 Versen. Weiter. Kennen Sie den am häufigsten auswendig gelernten Psalm? Den haben Sie vielleicht schon selber auswendig gelernt, Psalm 23. Kennen Sie auch den längsten Psalm der Bibel? Das ist Psalm 119. Letzte Frage. Wissen Sie, wie viele Verse er hat? Nein, bitte jetzt nicht nachschlagen zu Hause. Er hat 176 Verse, eingeteilt in 22 Strophen, und das alles als großes Loblied auf Gottes Gesetz. Das güldene ABC, so hat man diesen Psalm auch genannt, weil alle 22 Strophen dieses Psalms dem hebräischen Alphabet folgen. Die 8 Verse jeder Strophe beginnen mit demselben Buchstaben. Das alles kann man wissen, muss es aber nicht. Wichtiger ist der Inhalt. Ein Vers aus diesem 119. Psalm soll uns heute zur Besinnung helfen und uns begleiten. Es ist Vers 114. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Die gute Nachricht Bibel übersetzt: Mein Schutz und meine Zuflucht, Herr, bist du. Deshalb verlasse ich mich auf dein Versprechen. Worauf verlasse ich mich eigentlich, habe ich mich gefragt, als ich über diesen Vers nachdachte. Manches ist mir dabei eingefallen. Ich verlasse mich auf Menschen. Ich verlasse mich auf meinen Zahnarzt, auf meine Mitarbeiterinnen und ich verlasse mich natürlich auf meine Frau. Ich verlasse mich darauf, dass nach jeder Nacht wieder ein neuer Tag beginnt. Ich verlasse mich auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Land. Ich verlasse mich darauf, jedenfalls in einem hohen Maß, dass die in den höchsten Positionen Verantwortlichen in unserem Land in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn diese Entscheidungen unsere Freiheit vorübergehend einschränken. Ich verlasse mich auf manche Informationen. Ich glaube mindestens einen Teil von dem, was sie mir mitteilen im Fernsehen, Rundfunk und in der Zeitung. Wenn ich nachdenke, dann komme ich ins Staunen, auf wie vieles und auf wie viele ich mich geradezu selbstverständlich verlasse. Was heißt das denn, dass ich mich auf etwas, auf jemanden verlasse? Es heißt, ich gehe wie selbstverständlich davon aus, dass es da ist, dass es für mich da ist, dass es vor allem auch dann da ist, wenn ich es brauche. Worauf ich mich verlasse, das zweifle ich nicht an. Und umgekehrt, was ich anzweifle, darauf verlasse ich mich nicht. Wie ist das nun mit Gott? Kann man sich auf ihn verlassen? Kann man heute noch so weit gehen, zu sagen und so zu leben: Gott, du bist mein Schutz und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort? Man kann. Und wenn man das tut, glaubt man. Ich glaube an Gott, ich hoffe auf Gott, heißt nichts anderes als: Ich verlasse mich darauf, dass er da ist, dass er für mich da ist, jetzt wo ich ihn brauche. Und ich tue das, weil er es auf so vielfache Weise und so nachdrücklich versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage, hat er zum Beispiel gesagt in Jesus. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und weil ich das schon oft erfahren habe, dass ich mich auf sein Wort verlassen kann. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail erhalten von einem älteren Ehepaar aus unserer Gemeinde, das gerade an der Ostsee im Urlaub war.
Sie haben das kürzlich anlässlich eines Geburtstags überreichte Geschenkheft mitgenommen und miteinander im Urlaub gelesen. Im Urlaub haben Sie auch die Wucht der derzeitigen Krise mitbekommen. Sie schreiben darin unter anderem: Unsere Erfahrung ist, dass wir entspannt hinnehmen dürfen, was wir zu ändern nicht in der Lage sind. Meist erkannten wir bislang im Nachhinein, dass auch vermeintlich Schlimmes letztlich doch für uns auch positive Aspekte zeigte, und womöglich bringt auch eine Pandemie für uns Menschen wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse. Gott weiß besser als wir, was wir brauchen. Deshalb gefällt uns in dem Heft am besten der Text: Ich stehe in meines Herrn Hand. Soweit aus der E-Mail. Ich habe mich über diese Zeilen sehr gefreut. Sie sind wie ein persönliches Glaubensbekenntnis. Ich habe dann im Gesangbuch nachgelesen, unter der Nummer 374 ist dieser Text, dieses Lied von Philipp Spitta zu lesen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Das Lied hat noch drei weitere Strophen mit einem klasse Inhalt. Schwarzbrot für den Glauben ist das. Seine Kernaussage ist: An Gottes Wort mache ich mich fest. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Das wünsche ich Ihnen und mir. Dazu lade ich Sie ein, dass wir solches Vertrauen wagen und es heute und jeden Tag neu einüben. Ich verlasse mich auf ihn, darum lebe ich auch mitten in der Krise achtsam, besonnen und zuversichtlich in diese Tage. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dich. Amen. Lassen Sie uns beten. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bietest uns in deinem Wort an, dass wir Schutz und Hilfe bei dir finden. Dafür danken wir dir und bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen. Wir denken daran, wie sich unser Leben in den vergangenen Wochen verändert hat durch das Coronavirus. Wir bitten dich für die Infizierten, dass sie gut versorgt und wieder gesund werden. Wir danken dir für alle Menschen, die helfen, auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Bitte segne sie, schütze und bewahre sie in ihrem Dienst und in ihren Familien. Wir bitten für die, die besonders leiden in dieser Krise, was ihre Gesundheit betrifft oder auch in wirtschaftlicher Hinsicht, weil die Existenz bedroht ist. Bitte gib Weisheit, Willen und das Vermögen zur Hilfe. Was uns mit eigenen Worten schwerfällt auszudrücken, erbitten wir mit Jesu Worten und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schön, dass Sie auf unserem Kanal zuhören. Jeden Tag gibt es in der nächsten Zeit eine neue Andacht und jeden Sonntag können Sie mit uns hier Gottesdienst feiern. Gehen Sie in diesen Tag und erleben Sie diese Zeit im Frieden und mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte dich
Der allmächtige und barmherzige und treue Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.